Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zum Video über den Maxus EV80 und seine ganzen Varianten. Heute geht es um den Maxus EV80 und der ist ja schon seit längerer Zeit auf dem deutschen Markt und viele von euch werden sagen, oh, das Ding kenne ich aber irgendwo her, das war doch mal ein ganz anderes Auto. Da habt ihr recht und ja, er hieß auch vorher schon Maxus, denn er war der Nachfolger des legendären Convoy. Vorher gehörte das ganze Ding zu Leyland und beziehungsweise es wurde dann Leyland DAF draus. Das wurde dann nochmal umfirmiert durch ein, es ging halt immer hin und her, ne, mit dieser Auflösung, dann hieß es mit mal Leyland DAF and Vance. Das war dann die LDV Limited und unter dieser Bezeichnung wird er den meisten bekannt sein, denn der Nachfolger des legendären Convoy hieß damals auch schon Maxus, aber halt LDV Maxus. Damals lief er auch nicht als Elektrofahrzeug vom Band, sondern mit einem Dieselmotor. In Europa ist Maxus noch recht unbekannt zwar, aber in vielen Teilen der Welt jedoch bereits auf Erfolgskurs. In Ländern wie Australien und Neuseeland ist Maxus bereits die meistverkaufte chinesische Automarke. Jedenfalls gibt es da den Maxus 80 auch als Verbrenner und nicht nur als Elektroversion und das sogar als Campervan. Beziehungsweise vollwertig integriertes oder teilintegriertes Wohnmobil. Und in Neuseeland, da gab es vor, ich glaube vor 2-3 Jahren war das mal ein Bericht, da gibt es sogar eine Campingvermietung, die einen elektrischen Maxus EV80 angeboten hat, umgebaut zu einem teilintegrierten Camper. Der dann allerdings ja nur noch eine Reichweite von rund 100 Kilometern hatte. In Europa hat Maxus bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten, die allerdings größtenteils in Großbritannien. Da wurde er als Hersteller von leichten Nutzfahrzeugen des Jahres gekürt, Hersteller von Elektrofahrzeugen des Jahres und ja, Spezialist für Elektromobilität, die Marke, die heute schon die Lösung für morgen bietet. In Irland wurde der EV80 mit dem Fleet Transport Award als umweltfreundlichstes Nutzfahrzeug des Jahres ausgezeichnet. Ja, da gibt es schon eine Menge. Und in Deutschland arbeitet Maxus mit IKEA und Hertz zusammen. Wer hätte das gedacht? Beide Unternehmen nutzen eine Maxus EV80 Fahrzeugflotte, um IKEA-Möbel umweltfreundlich zu transportieren. In Großbritannien, Irland, Norwegen und Australien nutzen sogar die nationale Post oder nationalen Postbetreiber den EV80. Ja, doch kommen wir jetzt erstmal zu dem Maxus EV80 und seinen Daten. Den Maxus EV80 gibt es in 3 Karosserievarianten als Kastenwagen, als Bus und als Fahrgestell. Also gibt es auch da wieder zahlreiche Ausbaumöglichkeiten. Doch jetzt fangen wir erstmal mit dem Kastenwagen an. Der Kastenwagen verfügt über ein Ladevolumen von 11,6 Kubikmeter und einer Zuladung von 910 Kilogramm. Für die Flexibilität des Laderaums sorgen die serienmäßigen Hecktüren und die serienmäßige Schiebetür auf der Beifahrerseite. Auf der Fahrerseite kann man noch eine zusätzliche Schiebetür optional dazu erwerben. Der Maxus EV80 verfügt über eine Laderaumöffnung von 1,82 m in der Breite und 1,92 m in der Höhe. Die Öffnung der seitlichen Schiebetür hat eine Breite von 1,30 m und eine Höhe von 1,63 m. Die Gesamtlänge des Fahrzeugs beträgt 5,70 m, die Höhe 2,55 m und die Breite ohne Spiegel 1,99 m. Der Radstand beträgt 3,85 m, die Laderaumlänge 3,30 m, zwischen den Laderaumbreite 1,80 m, zwischen den Radkästen 1,38 m. Die Laderaumhöhe beträgt 1,92 m. Das Fahrzeug bietet Platz für 3 Personen. Das maximale Gesamtgewicht beträgt 3,5 Tonnen.
und angehangen werden dürfen 750 Kilo ungebremst und 1200 Kilo gebremst. Die Batterie hat eine Kapazität von 56 Kilowattstunden. Sie wird von 0 auf 100 AC mit 7,2 kW in 8,5 Stunden und DC mit 22 kW in 2,5 Stunden geladen. Bei der Batterie handelt es sich um einen Lithium-Eisenphosphat-Akku. So angetrieben wird der Maxus EV80 von einem Elektromotor mit 92 Kilowatt Leistung und einem Drehmoment von 320 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 100 Stundenkilometer begrenzt und die maximale Reichweite liegt bei rund 190 Kilometer nach WLTP. Bremst wird der Maxus EV80 über Scheibenbremsen vorne und hinten und der Wendekreis ist mit 14,80 Meter angegeben. Ja, der Maxus bietet für Fahrer und zwei Beifahrer ausreichend Platz in der Fahrerkabine, die durch eine massive Trennwand vom Laderaum abgegrenzt ist. Das heißt, da fliegt euch nicht gleich das nächste Paket um die Ohren, was ihr hinten drin habt. Im Cockpit dominieren die zentralen Instrumente und in der alle Funktionen angezeigt oder vielmehr zusammengefasst sind. Darunter befindet sich auch der Touchscreen-Monitor. Über den Bordcomputer lassen sich alle Informationen zum Stromverbrauch, zur Reichweite, zum Ladezyklus und der Temperatur der Batterie abrufen. Zum Schutz von Insassen und Batterietechnik wurde die Sicherheitszelle des Maxus EV80 mit verstärktem Stahl, der die Energie bei einer Kollision aufnimmt und Verformung verhindert, soll ausgestattet. Daneben sorgt ein aktives Sicherheitspaket mit ESP, ABS und vielen anderen Systemen wie EBD, dem elektronischen Bremskraftverteiler, und BAS, dem Bremsassistent, sowie Airbags für die Sicherheit der Insassen und der Ladung. Kommen wir jetzt zu der Frage des Tages, nämlich was kostet der Spaß des vollelektrischen Transportierens? Für den Kastenwagen wären 53.400 Euro netto bzw. 63.546 Euro brutto fällig. Wer jetzt noch die Metallic-Lackierung bevorzugt, wird noch einmal mit rund 650 Euro netto und 773,50 Euro brutto erleichtert. Ja, und eine Ralfarbe, also diese Sonderlackierung, die schlagen nochmal mit 1200 Euro netto und 1428 Euro brutto zu Buche. Wer jetzt noch ein Touchscreen und die Rückfahrkamera verbaut haben will, der wird noch einmal mit 700 Euro netto bzw. 833 Euro brutto zur Kasse gebeten. Ein 8 Meter langes Ladekabel für die 230 Volt Steckdose. Ja, wird hier mit 490 bzw. 583,10 Euro in Rechnung gestellt. Ja, und kommen wir jetzt zum Maxus EV80 Fahrgestell. Das ist die zweite Variante des Transporters, egal ob hier ein Kofferaufbau oder eine Pritsche verbaut wird. Die Variabilität bleibt vielfältig, wie die Einsatzmöglichkeit, also ob ihr den jetzt mit einem Kühlkoffer hinten drauf packt oder für den Gartenbau mit einer Pritsche zum Kippen, da habt ihr halt alle Möglichkeiten des Einsatzes. Das Grundfahrzeug ist natürlich hier das gleiche. Wir haben auch hier wieder den 92 kW starken Elektromotor mit 320 Newtonmeter Drehmoment. Auch wieder die Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie wurde verbaut mit einer Kapazität von 56 Kilowattstunden und einer Reichweite von 190 Kilometer nach WLTP. Bei dem Maßenreich weicht das Fahrgestell ein wenig vom Kastenwagen ab. Zwar ist er in der Länge und Breite gleich mit 5,70 Meter und 1,98 Meter, doch in der Höhe fehlt ihm halt das Hochdach, was der Kastenwagen hat. Und deshalb ist er nur 2,13 Meter hoch. Das Fahrgestell schlägt so halt mit einem Preis ohne Aufbau wohlgemerkt von 52.400 bzw. 62.356 Euro zum Buche. Kommen wir jetzt zu dem agilen Raumwunder, wie Maxus seinen Maxus EV80 Minibus beschreibt. Das agile Raumwunder bezieht sich halt auf das modulare Sitzsystem. So bietet der Minibus vorne drei Sitzplätze nebeneinander. Hinten verfügt er über sechs zusätzliche Sitzplätze.
entweder zwei Reihen mit je drei Sitzen oder drei Reihen mit je zwei Sitzen. Die kann man halt individuell dort halt positionieren. Hier spielt er auch seine großen Vorteile für die Stadt aus. Emissionsfrei, leise und komfortabel kommen so bis zu 9 Insassen durch die Stadt. Bequemes Ein- und Aussteigen ist natürlich auch garantiert durch die große Schiebetür. Wer das Fahrzeug für die Beförderung von Leuten mit Rollstühlen verwenden möchte, hat hierfür auch die Möglichkeit, bis zu 4 Rollstühle gesichert zu transportieren, und optional ist eine hydraulische Rollstuhl, ist ein hydraulischer Rollstuhllift erhältlich. Dann schauen wir uns jetzt nochmal die einzelnen Daten des Maxus EV80 in seinen drei Varianten an. Da haben wir jetzt hier erstmal die Länge, die ist halt bei allen dreien gleich mit 5,70 Meter, Breite ohne Spiegel 1,98 Meter ist auch gleich. Die Laderaumlänge wird halt für Kastenwagen und Bus ist das gleiche. Fahrgestell ist halt aufbauabhängig. Ist hier halt angegeben für Kastenwagen und Bus mit 3,30 Meter. Die Laderaumbreite 1,80 Meter, zwischen den Radkästen 1,38 Meter. Die Laderaumhöhe ist mit 1,92 Meter angegeben. Der Radstand beträgt wieder bei allen drei Varianten 3,85 Meter. Sitzplätze gibt es für Kastenwagen und Fahrgestell 3 und für den Minibus 9. Wendekreis ist bei allen gleich mit 14,80 Meter. Maximales Gewicht auch bei allen drei Fahrzeugen gleich mit 3.500 Kilogramm. Hier nochmal die Preise. Ja, am besten ihr liest euch das nochmal durch. Ich habe hier auch nochmal den Funkpreis mit reingenommen. Das hatte ich irgendwie bei den MG-Modellen auch schon gehabt. Insofern ist das nur nochmal so ein Anhaltspunkt. Wie gesagt, der Kastenwagen fängt netto mit 48.000, Quatsch, mit 53.400 Euro an. Das Fahrgestell mit 52.400 Euro. Der Minibus kostet dann allerdings gleich 69.990 Euro. Da ist auch ein bisschen mehr verbaut drin, ein bisschen mehr Glas und das ganze Sitzsystem, das kostet halt alles mehr Aufpreis. So, die Metallic-Lackierung hatten wir auch schon mit 650 Euro netto. Sonderlackierung RAL 1200 Euro netto. Die zweite Schiebetür für den Kastenwagen, die soll es wohl für den Bus auch geben, wenn ich das richtig verstanden habe, kostet netto 400 Euro. Jetzt kommt hier Touchscreen mit Rückfahrkamera, kostet netto 700 Euro für den Kastenwagen und den Minibus. Für das Fahrgestell gibt es das leider nicht wahrscheinlich, weil das dann wieder aufbauabhängig wäre. Und das müsste man sich dann sehr wahrscheinlich selber nachbauen oder nachrüsten über ein eigenes Radiosystem oder Kamerasystem. Ja, ein 8 Meter Ladekabel für 230 Volt kostet 490 Euro und der Rollstuhllift Preis auf Anfrage. Verbrauch habe ich jetzt nur für den Kastenwagen, für die anderen beiden Modelle leider nicht. Angegebener Verbrauch 29,5 Kilowattstunden und eine Reichweite von 190 Kilometer. Die Höchstgeschwindigkeit, das ist jetzt halt für alle drei Modelle so angegeben gewesen, 100 Stundenkilometer, PS-Leistung 125, kW 92, Drehmoment 320 Newtonmeter. Kommen wir jetzt zu dem Laden, da sind sie alle gleich, weil der Akku ist ja gleich groß mit 56 Kilowattstunden Kapazität. Geladen wird über Typ 2 CCS. In AC mit 7 kW 8,5 Stunden bzw. DC 50 kW in bis 80% in 2,5 Stunden. Leergewichte oder vielmehr die Gewichte haben wir jetzt nochmal. Die habe ich allerdings auch nur für den Kastenwagen. Für die anderen Modelle sind sie leider nicht dabei gewesen. Leergewicht 2590 Kilo, Zuladung 910, Gesamtgewicht 3500 Kilo, Anhängelast ungebremst 750 und gebremst 1200 Kilo. Das war es dann auch vom Video über den Maxus EV80 in seinen drei Varianten, Kastenwagen, Fahrgestell und Minibus. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen rauf da, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, weil es geht jetzt noch ein bisschen weiter mit den Transportern. Dann abonniert doch am besten meinen Kanal und drückt unten aufs Glöckchen, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Thank you.